Ich habe übrigens noch einen total geilen Pro-Tipp für dich. Und zwar geht es um das Thema Türen. Also Garagentüren, diese Nebeneingangstüren. Wenn du also möchtest, dass du noch einen anderen Weg in deine Garage findest, ohne das Tor zu öffnen. Es gibt verschiedene Türen. Im Grunde genommen gibt es eigentlich nur zwei relevante Türarten oder Türoptiken. Die am meisten angebotene Türoptik, das ist so eine Standard-Nebentür, also sprich einfach eine ganz normale Blechgaragentür, die hast du in deinem Leben wahrscheinlich schon tausende Male gesehen, aber niemals wahrgenommen. Und das ist genau die Tür, die du fast in jedem Angebot einfach drin hast. Also wenn du einfach nur liest, Nebeneingangstür oder Nebentürsicke oder was auch immer, dann weißt du, das ist genau diese Blechtür einfach nur. Und das ist eigentlich auch okay, die hat definitiv ihre Daseinsberechtigung. Ich blende die mal einmal gerade ein. Weil die ist gut und günstig. Jetzt ist es aber so, wenn du permanent auf diese Tür gucken würdest, also deine Garage steht so, dass du durch dein Wohnzimmerfenster, dein Küchenfenster vielleicht immer auf diese Tür schaust. Oder wenn du im Sommer auf deiner Terrasse sitzt, ihr schaut dann immer auf diese Tür und ihr findet sie einfach hässlich, dann bringt es wirklich gar nichts, meiner Meinung nach zumindest, an der Tür zu sparen. Selbst wenn ihr 1000, 1500 Euro an der Tür einspart, diese Ersparnis ist in 5, 6, 7 Jahren ganz bestimmt relativ egal, aber hässlich findet ihr sie dann immer noch. Und deswegen dieser Pro-Tipp, es gibt Türen, die kosten ein bisschen mehr, sehen aber exakt genauso aus wie euer Sektionaltor. Das heißt, die Oberfläche ist komplett gleich, die Optik ist komplett gleich, die Farbe kann komplett gleich sein. Ich blende das jetzt auch einmal ein. Ihr seht den Unterschied zu der Tür, die ihr vorher gesehen habt. Und sie ist nicht viel teurer als die stinknormale Blechtür. Also achtet bei Angeboten immer darauf, dass die Tür, die euch angeboten wurde, auch wirklich eine vernünftige Tür ist, wo ihr sagt, ey, das gefällt mir. Und wenn es die günstigere ist, dann ist ja alles okay. Aber fatal wäre es, wenn ihr sie hässlich findet, aber das seht ihr halt erst, wenn die Garage aufgebaut wird. Deswegen da einfach mal drauf achten.